Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play zu Bayonetta 2 auf der Wii U, Leute. Wir sind mittlerweile tatsächlich schon in Kapitel 11 angekommen, die Herrscherin von Inferno. Und wir werden auch gar nicht lange schnacken, wir gehen sofort in das Kapitel rein. Und weil mein Problem ist, Leute, ich habe das Spiel jetzt doch schon eine ganze Ecke nicht mehr gespielt. Also ich muss jetzt, glaube ich, erstmal wieder rinkommen. Aber ich sag mal, ich merke gerade, das wird schon. Das wird schon. I came to pick up a friend. It's almost her curfew. Halara clear. Koranzon. Mua. Grip O'Kranz across Madrid. Tilgav Rives Abdmach. Amd Gefa. Zax Kops. Old Und Ukklin. Babylon Apakna Niso. Nene Bamlasti Founts Nunk. Prinsar. Nunc vipuran galvan cures tlasan pi. Oh, ich glaube, wir gehen direkt gegen den Endgegner los hier jetzt. Still going to forgive me my trespasses now? What are you going to do without your precious palace? Azakar Nunc, his umbra koranzont. Kassam Nunc. Boboen Eran Madama Butterfly. Mikma Pai Las Madama Butterfly. Matba Katsba Zerdo Umf Zernzava Umzamba. Good thing the three of us girls enjoy a good cat. Oh, ich wusste es direkt jetzt ein Endgegner. Oh, nein, ey. Alraune? Also nicht bei Harry Potter Alraune ziehen, ihr wisst, was los ist. I don't know what you did to piss her off, but whatever it was, nice. Dann gib mal uns mal Mühe. Wow, 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 Inge, 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 jetzt bleiben wir mal ruhig. Was passiert hier gerade? Was? Leute. Christian hat Probleme. Ich wollte gerade zurückgehen, damit ich einen Lolli futtern kann. Oh, Leute. Ei. Ei. Die hat's in sich. Ach, wir haben hier schon so manche Dinger gepackt, ey, Leute. Auf jeden Fall. Ich hab eigentlich. Ich blick auch nicht durch, ne? Muss man. Ha. Kann ich hier einen Lolli nehmen? Ehen hab ich, Ehen hab ich, Ehen hab ich. Jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen. Thank you.
Oh Mann! Jetzt muss ich einen Lolli nehmen. Ich bin höchst konzentriert, Leute. Also die Inga hat es echt in sich hier. Scheiße, ich habe eigentlich gedrückt. Die mit ihrer Kette. Oh nein. Die hat doch nie mehr viel. Oh nein! Die wehrt auch ab. Jetzt. Leute, das müsstest du erreichen. Das müsste doch reichen. Oh. Sie ist pisst. Oh Gott. Ah nein. Was denn jetzt? Then it's going to be a bloody coronation. Now. Release my Umbran sister. Alter, habe ich jetzt hier einen Schlag abgekriegt und bin fast down? Ach Gott, Leute. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier nochmal von vorne anfangen muss. Kann ich schnell noch einen Lolli machen? Gott. Oh, das darf nicht wahr sein, ne? Oh, ich habe hier nur einen. Benutzen. Hat jetzt aber nicht so viel gebracht, ne? Benutzen. Los, komm, jetzt müssen wir hier wirklich mal Banane machen. Jawohl! Scheiße, ich hab gedrückt. Was denn jetzt?
Oh! Oh Gott. Ich bin down, Leute. Das war's, Lars. Ah, scheiße. Lief aber gut, ne? Ich hoffe nicht, dass wir jetzt... Aber eigentlich müssten wir bei ihr direkt wieder anfangen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Weil das war immer so gewesen. Ja, sehr gut. Ja, das kommt mir irgendwie schon so vor, als ob das jetzt hier so... Endgegner-Geschisse wird, weil... Jetzt haben wir hier aber richtig auf den Sack gekriegt, ne? Weil wir tun ja unsere Jean dann hier befreien. Also es wirkt zumindest so. Die ist echt nicht ohne, Leute. Also Quatschen fällt mir ja wirklich schwer und das passiert selten. Jetzt will sie wieder die Kugel da rausdrücken. Es geht vorwärts, Leute. Es geht vorwärts. Ah, scheiße, wenn die Dote mit ihrem... Schwanzdote so lang metert. Jetzt habe ich eigentlich gedrückt. Kacke. Ah, das ist so nur passiert. Hm. Wir haben nicht mehr viel Energie. Was haben wir denn jetzt noch abgekriegt für einen Schlag? Was denn jetzt? Ja, wir haben aber keine Energie mehr. Und jetzt haben wir es wieder mit dem Schwanz gekriegt. Ey, du ahnst es nicht. Weg da! Ah, Kacke! Das war's, Leute. Eieieiei, ah. Das ist wirklich ein harter Fight hier. Und keine Lutscher. Und keine Lutscher. Und hier ist nirgendwo ein Shop, Leute, wo wir mal ein bisschen am Ladentisch eskalieren können. Metern auch rein, die Attacken. Und das waren jetzt wieder so zwei Dinger, das hätte nicht sein müssen. Ja, gut. Das ist nicht ohne, das Ding hier, ey. Das ist echt nicht ohne. Ich hab doch eigentlich gedrückt. Thank you.
sehe nichts. Zweite Phase lief jetzt ziemlich gut, Leute. Wir sind weg. Ich habe wirklich auf Abwehren gedrückt, ey. Und wieder diese selbe Attacke. Oh nein, und wir sind kurz vor der Umbra-Attacke. Das war mies. Das war mies. Ey, so kurz vor der nächsten Umbra. Ey, du musstest. Es ist wirklich jetzt immer passiert, dass ich am Anfang die zwei Dinger ins Gesicht gekriegt habe. Und das ist nicht gut, Leute. Lief ein kleines bisschen besser wie vorhin auf jeden Fall. Lief auf jeden Fall ein kleines bisschen besser. Aber da ist... Ich habe eigentlich gedrückt. Auch jetzt habe ich eigentlich gedrückt. Jetzt hab ich... Jetzt, ey, Leute! Jetzt bin ich ein bisschen angepisst, ohne Scheiße, ey. Das war mies jetzt, ey. Oh, Inge. Hätte ich so ein paar grüne Lutscher wenigstens, ey. Schon fünfmal gestorben jetzt so bei der, ey. Oh. Ich habe gesehen, dass er geschlagen hat. Weg. Er hat mich trotzdem erwischt, ne? Das war, glaube ich, bis jetzt die beste Runde, die wir bis jetzt hatten für diese Phase 1. Ja! Boah, Leute! Hier darf uns jetzt aber wirklich kein Scheiß mehr passieren, weil das läuft richtig gut hier.
Jetzt kriegt das hier nochmal umbramäßig besorgt. Ja! Oh, super! Ey, Leute, ich glaube, wir haben es gepackt. Oh. Tut richtig die Finger weh. Important shit to do than dealing with this monstrosity. Jean. Jean, get up. You're going to be late. Jean, it's time. Get up. Na komm. Na. Jean. Sir Hazel. What do you need? A wake up kiss or something? Dann gleich wieder so, ne? You never were much of a morning person, were you? To rescue me? Are you insane? You took the words right out of my mouth. Let's go. What's happening? You need to get back to your body and get some rest, too. Careful, Cereza. Something big is going to happen to our world. I know. Just go home. And no stopping or turning around along the way. I thought I'd fucked up my business. Gotta hand it to you. This is quality. The perfect palette for an artiste. Now, time to do my duty. Heels nuts, pata, pata, pata. Oh, schön, ne? Herz? So that's how that works. Well, not very romantic. Got a nice glow about it, don't you think? As for its power, well, you don't need me to explain the finer points of fucking shit up, do you? Loki hat schon wieder Stress. Got them all lined up waiting to be saved up. Don't forget about your new toy. Was ist denn das für ein neues Spielzeug? Auf jeden Fall mit einer der heftigsten Fights, finde ich, die wir bis jetzt hatten, bis auf diese bösen Herausforderungen, ne? Aber da gibt es nur eine Steintrophäe, das ist vollkommen logisch. Also, da haben wir nicht geglänzt. Also, ich habe nicht geglänzt. Ihr hättet vielleicht mehr geglänzt. Wer weiß das schon? Und es gibt eine Alruna.
Mache ich dann so Blumen wie die? Naja. Auf jeden Fall. Ich guck gerade, die Aufnahme ging ja schon ziemlich lang aufgrund meiner Fehlversuche. Ist quasi meine Schuld, dass ich euch mit Kapitel 12 auf die nächste Folge verweisen muss von unserem Let's Play zu Bayonetta 2. Nächste Woche, denke ich mal, werden wir uns Loki dann wieder vorknüpfen. Also wir werden ihn retten vor diesem Lumenwaisen dort. Bin richtig gespannt, wie die Story weitergeht. Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.